Servus! Im heutigen Video gibt es was Spezielles. Und zwar, wie ihr im Thumbnail bestimmt schon gelesen habt, das Ganze hier heißt ATP Winterprojekt. Und zwar geht es dabei darum, ich habe ein Fahrzeug günstig bekommen. Bei dem Fahrzeug wird uns ATP komplett von vorne bis hinten unterstützen. Also alle Reparaturen, die bei dem Fahrzeug gemacht werden, werden von ATP sozusagen übernommen. Wir bekommen die Teile zur Verfügung gestellt und bauen die dort ein. Das Besondere ist bei dem diesmal, wir werden nur Eigenmarken von ATP benutzen, also sprich, bei ATP heißt die Eigenmarke Best Price. Wir wollen einfach mal checken, wie das ausschaut. Also ist die Qualität wirklich so schlecht? Wir wollen das mal testen. Ich werde die Teile mit Florian zusammen an dem Auto einbauen und über den Winter fahren. Und nächstes Jahr im Frühjahr, da steht dann der TÜV an bei dem Fahrzeug. Und da werden wir dann sehen, wie die Teile ausschauen. Und werden uns das im Frühjahr nochmal anschauen, also wie der Verschleiß von den Teilen ist. Ob die Qualität irgendwie minderwertiger ist, wie jetzt bei einem namhaften Hersteller. Und ich würde euch das Auto jetzt vorstellen und fangen wir mal an. Vielleicht haben es manche auf dem Thumbnail schon erkannt, welches Fahrzeug es ist. Und zwar haben wir hier eine A-Klasse. Und zwar ist es der W168, den A190. Und zwar, also 190 bedeutet, der hat einen relativ großen Motor. 1,9 Liter mit 125 PS. Ist auf so einem kleinen Fahrzeug ganz schön viel. Der geht auch relativ gut. Das Fahrzeug wird von mir bewegt, also das wird sozusagen mein Winterfahrzeug. Ich kann euch mal ein bisschen die Innenausstattung zeigen, ist jetzt auch nicht gerade verkehrt. Der hat hier eine Teillederausstattung in noch gutem Zustand. Ist natürlich 20 Jahre altes Auto, ist ein Baujahr 2000. Hat jetzt insgesamt um die 135.000 Kilometer, wie man hier sieht. Also ist auch noch nicht so viel. Ich habe das Auto sehr günstig bekommen, was auch der Grund war, warum ich das Auto gekauft habe. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Fan von der A-Klasse, aber wie man sieht, hinten auch schön einzelne Sitze mit Sitzverstellung. Also da ist schon ein bisschen Platz da, sage ich mal, für vier Leute. Dann haben wir noch den Kofferraum. Bei dem Kofferraum ist das Schöne, wenn man die Sitze ausbaut, die kann man nämlich bei der A-Klasse ausbauen, die sind nur da hinten gesteckt, dann hat man einen relativ großen Kofferraum für eine A-Klasse. Ja, das Fahrzeug, das habe ich erworben für sagen und schreibe 50 Euro. Ich denke, für 50 Euro kann man für so ein Auto echt nichts falsch machen. Ist die Avantgarde-Ausstattung, hat jetzt Winterreifen drauf. Die schauen sogar noch relativ gut aus. Die haben noch ein gutes Profil. Ist vom älteren Herrn, der das Fahrzeug loswerden wollte. Für ihn war das Fahrzeug nichts mehr wert. Auf den ersten Blick sieht er echt gut aus. Hat kaum Rost. Normalerweise hat man hier unten immer das Problem bei denen. Da hat er aber gar nichts. Also das wurde aber schon mal gemacht. Das sieht man in der Tür, falls. Die einzigen zwei Stellen, die er hat, die rostig sind, ist hier hinten die Blase. Die ist aber sehr klein, die kann man leicht beheben. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Also der hat hier auch nochmal so eine Blase. Die ist ein bisschen größer. Also ist immer ein Finger da. Ja, zwei Fingerbreite. Ne? Aber das kann man alles hier schön aufschleifen, grundieren. Also auf jeden Fall vorher noch den Rostumwandler drauf gemacht. Ansonsten hat er keine Roststellen. Also bis jetzt habe ich noch nichts gesehen. Ich habe das Fahrzeug auch noch nicht oben gehabt. Und das werden wir jetzt im nächsten Schritt machen und dann schauen wir uns das Fahrzeug mal etwas genauer an. Bevor wir den jetzt hochheben, werden wir uns jetzt mal vorne im Motorraum umschauen. Ich habe den schon mal entriegelt. Also hier oben an der Spitze hat er noch ein bisschen Rost, habe ich gerade gesehen. Aber ist jetzt nicht wirklich schlimm, also ein bisschen Rost, da wir haben für 20 Jahre. Dann schauen wir mal vorne rein. Und zwar haben wir jetzt hier die Bremsflüssigkeit. Der Behälter schaut soweit gut aus. Können wir mal reinschauen. Füllstand ist voll. Sieht man es auf der, das sieht man schon auf der Kamera. Es sieht auch gut aus. Wird auch innen nicht bemängelt oder so vom Fahrzeug selber. Dann haben wir hier drüben noch das Kühlmittel. Kann man mal rüber schauen, wie es da drin ausschaut. Also man sieht, es ist blau. Es ist voll. Als Kühlmittelstand ist auch in Ordnung. Gut. Dann würde ich sagen, tun wir das Fahrzeug mal auf die Hebebühne und schauen uns das mal besser an. So, nachdem das Fahrzeug oben ist, können wir uns das jetzt hier ein bisschen genauer anschauen. Hier ist natürlich kein Rost, weil das alles Plastik ist. Jetzt können wir auch mal reinschauen in den Federteller. Aber wie man sieht, die Feder ist bei dem komplett. Da fehlt noch nichts. Ist ein bisschen der Schutzlack abgegangen, aber ist nicht weiter tragisch. Die Reifen, sind vom Profil her noch gut, innen aber nicht so
gut. Also die haben sich innen mehr abgefahren wie außen. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass die Bremsscheiben sehr schlecht ausschauen. Dazu nehme ich mir jetzt erstmal den Reifen runter, dass man da besser reinschauen kann. So, jetzt können wir ja mal das ganze Ausmaß sehen. Und zwar, wie man sieht, die Bremsscheiben, die sind ja echt total fertig. Also die kann man so auf gar keinen Fall mehr weiterfahren. Das sind total fertig. Bremsbelag hätte sogar noch ein bisschen. Aber das ist so nicht zu fahren. Deshalb schlackert er wahrscheinlich auch, weil halt die, ja, die Bremsbeläge am Flattern sind oben. Der Bremssattel an sich, ja, ist halt rostig, aber den kann man ein bisschen behandeln. Hier sieht man jetzt mal den Sensor für die Verschleißwarnanzeige. Schaut soweit okay aus. Ansonsten, wie gesagt, Stoßdämpfer ist trocken. Da passt es soweit. Hier sieht man jetzt mal die Manschetten. Die schauen aber auch noch recht frisch aus sogar. Hier ist der Spurstangenkopf. Da kann man mal gucken, ob der fest ist. Oh, der ist bombenfest. Also da bewegt sich nichts. Das ist gut. Die Koppelstangen, die werden wir auf jeden Fall mit austauschen. Das ist eine Schwachstelle bei der A-Klasse. Ja, und die Traggelenke, die werden wir auch mitmachen, weil die schauen jetzt nicht mehr so frisch aus. Die möchte ich gern neu haben am Fahrzeug. Also Traggelenke, Koppelstangen werden auf jeden Fall neu gemacht. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, hier ist ein bisschen Rostansatz, aber jetzt auch nichts Gravierendes. Die Tellerlager, die schauen nicht mehr so schön aus. Die sollten eigentlich mitgemacht werden, damit die halt auch mal wieder gemacht sind, damit einfach die Lagerung vorne mal wieder ein bisschen beieinander ist. Hier ist jetzt der Stabilager. Bisschen rissig, aber klopfen tut nichts, wenn man fährt. Also die sind soweit noch okay. Wenn wir vorne fertig sind, gehen wir nach hinten. Jetzt habe ich hier mal in diese, ja, Falte reingeschaut. Ich bin der Meinung, dass da eigentlich mal eine Gummidichtung drin war. Ich bin mir jetzt aber nicht 100% sicher. Auf jeden Fall, es schaut soweit okay aus. Also Rostbildung hat er da auch keine. Dann gehen wir mal hier auf die Hinterachse. Da sieht man jetzt nicht viel, was ich gern testen würde, weil wir hatten ja schon mal eine A-Klasse hier. Übrigens, die Reifen sind hier sehr gut hinten. Ich würde gerne testen, wie die Schwingen bei dem Fahrzeug sind, weil das ist auch ein Problem bei der A-Klasse, dass die gern kaputt gehen und dann schlagen die hinten aus. Also diese Bauteile hier, die haben oben ein Lager und die gehen kaputt bei dem. Das kann man ganz leicht testen, indem man ein bisschen hin und her wackelt. Also der hat zum Beispiel jetzt hier auf der Seite gar kein Spiel. Und auf der drüberen Seite hat er auch kein Spiel. Also hinten sozusagen die Lagerungen, die sind in Ordnung. Den Reifen auf der Hinterachse, den nehmen wir uns auch runter. Den habe ich jetzt schon mal locker geschraubt, aber der ist so fest, da werde ich hinten mit einem Gummihammer mal drauf gehen. Das sieht man, die ist hinten auch verschlissen. Der hat eine große Bremsanlage, weil er halt einen großen Motor hat, ne? Der hat hier die Scheibenbremsen drin. Und ansonsten der Körper hier, da sieht man auch, da wurde der Stoßdämpfer mal gemacht. Da sind nämlich neue Schrauben drin. Das sind sogar Monroe, also sprich, ist eine gute Qualität. Hinten der Arm selber schaut gut aus. Die Feder hinten, die ist an einem Stück. Die schaut gut aus, kann man lassen. Ja, wie gesagt, hier auch die Bremsanlage ganz klar verschlissen. Die wird neu gemacht. Also vorne und hinten auf jeden Fall. Jetzt können wir hier noch auf die andere Seite gehen. Also da brauche ich jetzt den Reifen nicht runter machen, weil die Bremsen werden sowieso neu gemacht, beidseitig. Hier unten ein bisschen Rostansatz, ganz leicht. Aber jetzt nichts Wildes, werde ich aber behandeln, wenn ich hinten die Rostflecken wegmache. Hier vorne links kann man noch reinschauen. Da ist die Feder aber auch komplett innen. Die Lagerung. Ja, auch nicht so schön. Die Traggelenke, die werden wir beidseitig neu machen, genauso wie die Koppelstangen. Hier auch die Manschetten sind okay. Heben uns das Auto mal weiter hoch und schauen es uns von unten an. So, jetzt sind wir hier unter dem Auto. Also hier kann man nochmal drauf schauen. Wie gesagt, die Feder auf der rechten Seite, die ist in Ordnung. Das passt alles. Der Schenkel schaut auch vernünftig aus, sage ich mal, für 20 Jahre. Die linke Seite, ja, bisschen Rostansatz auf der Feder, aber auch nichts gebrochen. Die Bremsschläuche, die wurden auch mal gemacht, sind zwar ein bisschen angerostet, aber die Schläuche selber schauen noch okay aus. Die werden wir aber auch mittauschen, einfach aus dem, ja, Sicherheitsaspekt. Ansonsten, wenn man jetzt hier hinschaut, ja, sieht man nicht viel, weil das halt alles verkleidet ist bei der A-Klasse. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist auf jeden Fall der Endtopf. Der ist komplett fertig, der hat es schon hinter sich. Sieht man, hier hat sich das Fangband schon in den Endtopf reingefressen. Wenn man jetzt hier mal in diese Verkleidung reinschaut,
Da sieht man, da hat er schon ein bisschen Rost, aber es ist jetzt nichts Gravierendes. Also das ist mehr Oberfläche, als dass da was Schlimmes dran wäre. Wichtig sind mir, dass hier diese Aufhebepunkte gut sind. Die sind bei dem in Ordnung, da sieht man jetzt nichts. Hier ist jetzt mal der Cut. Der schaut aber soweit auch in Ordnung aus vom Gehäuse her. Ist alles da untenrum. Getriebeglocke ist trocken. Läuft nichts aus. Ölwanne. Ja, ein bisschen, sieht man schon, ein bisschen siffig ist er. Aber jetzt auch nichts Gravierendes. Also ein bisschen Feuchtigkeit ist unten dran. Vorne ist er trocken. Das schaut soweit okay aus. Da kann man jetzt eigentlich gar nicht groß meckern. Hier der Abgasstrang, der ist auch okay. Man hört auch nicht, dass er irgendwo groß rausbläst. Nicht mal hinten, wo das Loch drin ist. Also er läuft sehr ruhig, der Motor. Die Vorderachse, ja gut, hat, sage ich mal, Rostbildung. Ist aber unterm Unterbodenschutz. Da haben sie mal einen Unterbodenschutz drauf gemacht. Der blättert halt jetzt ab. Den müsste man normalerweise abtragen. Bisschen Rostumwandler drauf machen und dann nochmal neu versiegeln. Weil durch ist die nicht. Die ist halt, ja, angerostet. Wir haben jetzt mal das Kühlerpaket. Das schaut soweit alles trocken aus, also da sehe ich jetzt keine Feuchtigkeit. Der Klimakondensator ist auch dicht, also man erkennt jetzt hier keine Flüssigkeiten, die ausgetreten sind. Das Einzige ist halt wirklich, dass hier unten an der Ölwanne ein ganz dünner Ölfilm ist. Ich wüsste jetzt auch nicht pauschal, wo das Öl herkommen sollte, weil es ist ein dünner Film und werde ich wahrscheinlich sehen, wenn ich den Service mache, weil der Service wird auf dem Fahrzeug auf jeden Fall auch gemacht. Genauso wie der Keilriemen, der ist hier unten drunter unter dem Schutz. Den werde ich auch wegmachen, weil der quietscht ein bisschen. Ansonsten von unten schaut es soweit gut aus. Hat wie gesagt natürlich ein bisschen Rostbildung, aber alles in allem kann man glaube ich sagen, für ein 20 Jahre altes Auto und für eine A-Klasse, die eigentlich sehr gerne rostet, ist es in einem echt sehr guten Zustand für 50 Euro. Das Fahrzeug hat noch ein halbes Jahr TÜV, also sprich kann gleich angemeldet werden, kann über den Winter gefahren werden und dann ja, kann da auch wieder ein frischer TÜV drauf gemacht werden, wenn die Teile ersetzt sind. So, wie wir gesehen haben, das Fahrzeug an sich ist in einem guten Zustand. Verschleißteile ist natürlich klar. Das wird auch der Grund gewesen sein, warum der alte Besitzer gesagt hat, er verkauft ihn, weil er halt nichts mehr investieren möchte. Meiner Meinung nach halten sich die Schäden aber in Grenzen. Also wir werden auf jeden Fall die Bremsanlage vorne machen, Bremsanlage hinten werden wir machen, den Keilriemen werden wir ausbauen, dann werden wir den Service machen, also Zündkerzen, Kraftstofffilter, Luftfilter, Innenraumfilter. Die Ölwanne werden wir abbauen, die werden wir neu abdichten. Dann werden wir einen Motorflush benutzen, um den Motor zu reinigen. Was haben wir noch? Die Koppelstangen werden wir machen, die Traggelenke werden wir machen. Also es ist ein bisschen was zu tun am Fahrzeug, aber jetzt nichts Gravierendes, dass man sagt, okay, das Fahrzeug ist in einem so schlechten Zustand, dass man es nicht mehr herrichten kann. Und ich glaube für 50 Euro, also das Fahrzeug ist fahrbereit, aber ich möchte das Fahrzeug, solange die Teile nicht ausgetauscht sind, nicht fahren, weil die Bremsanlage halt schon wirklich sehr schlecht ausschaut und ich bin mir sehr sicher, dass die Bremskraft darunter auch sehr leidet und das ist schon ein Sicherheitsaspekt, den ich so nicht umgehen will. Wenn das Fahrzeug fertig ist, das werdet ihr sehen, das würden auf jeden Fall mehrere Videos werden, wird das Fahrzeug gefahren über den Winter und nächstes Jahr im Mai werden wir dann mal schauen, wie die Ersatzteile so ausschauen, weil im Mai, im Frühjahr, wenn ich zum TÜV fahre mit dem Fahrzeug, werde ich alle Teile nochmal ersetzen gegen, sage ich mal, von der Qualität her hochwertigere. Ich meine, ich kann es jetzt nicht sagen, vielleicht ist die Qualität, die von ATP da geliefert wird, ausreichend. Vielleicht muss ich da gar nichts ersetzen. Wir schauen uns das einfach nächstes Jahr dann an und dann können wir mal vergleichen, wie die Qualität sich so gehalten hat über die Wintermonate. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Mhm.